Hallo DayZ-Zocker, heute habe ich mal ein Tutorial für euch vorbereitet. In diesem zeige ich euch, wie ihr bei eurem DayZ einen FPS-Boost machen könnt. Denn viele von euch zocken wahrscheinlich das Spiel gar nicht mehr, weil die FPS leidet, trotz dass ihr einen recht neuen Rechner habt. Denn um Arma 2 bzw. DayZ in der höchsten Grafikeinstellung mit sehr viel FPS noch spielen zu können, benötigt man normalerweise, so wie jeder denkt, einen richtigen High-End-Rechner. Doch man muss nur eine kleine Einstellung umstellen und schon hat man eine richtig gute FPS bei gleichgebliebener bzw. bei verbesserter Grafikeinstellung. Und wie das Ganze hier funktioniert, das zeige ich hier in diesem kleinen Tutorial. Doch kurz zuvor noch eine kleine Information. Dieses Video, was ihr gerade hier seht, das habe ich mit meinem Notebook aufgenommen. Mein Notebook hat nämlich eine normale Grafikkarte und eine Intel-GPU, die auf dem Prozessor verbaut ist. Und diese beiden Sachen kombiniert mag das Spiel scheinbar nicht ganz so. Denn auf meinem Notebook seht ihr jetzt mit dem FPS-Boost habe ich eine FPS von 25 bis zu 40. Auf Gebieten, wo wirklich fast nichts mehr steht, dann geht die FPS doch auch höher als jetzt die, dann habe ich so etwa eine FPS von 70, 80. Aber das ist leider das Spiel, das die FPS so in den Keller drückt. So, wie können wir nun das Problem beheben? Also das ist ganz einfach. Als erstes müsst ihr euch mal auslocken aus dem Spiel. Minimieren reicht dabei nicht, also ihr müsst das Spiel wirklich zumachen, denn sonst werden die Einstellungen nicht übernommen und ihr habt eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Also loggt euch erstmal komplett aus dem Spiel aus. Nachdem dieser runtergefahren ist, müsst ihr nicht unbedingt den DayZ Commander oder was auch immer ihr verwendet beenden. Als erstes geht ihr mal auf Computer bzw. Arbeitsplatz bei Windows XP und wählt den Ordner Dokumente an, wo sich bei eigenen Dateien befindet. Dort findet ihr den Ordner Arma 2 und in diesem gibt es eine Datei, die nennt sich arma2oa.cfg. Diese öffnet ihr mit eurem Editor bzw. hier in meinem Fall mit Notepad++. Beim oberen Teil lasst ihr mal die Pfoten davon, denn das sind diverse Grafikeinstellungen und Einstellungen von Spiel her und wenn ihr die verändert bzw. falsch einstellt, könnte es passieren, sie geht nicht mehr. Wir tun uns erstmal an den Wert von FSAA dran, denn dort steht in der Regel 0 drin. Dort tragen wir eine 1 ein. Beim Wert GPU Maximal Frame Rate tragen wir ebenfalls den Wert 1 ein. Dort steht normalerweise der Wert 1000 drin. Bei GPU Detected Frames Rate tragt ihr den Wert 1 wieder ein und drückt oben dann auf Speichern und speichert die Datei eben ab. Dann könnt ihr das Ganze wieder schließen und Arma 2 erneut starten. Ihr werdet nun sehen, ihr habt einen deutlichen FPS-Schub erhalten und könnt jetzt das Spiel flüssiger spielen. Das war eigentlich die ganze Kunst des Einstellens. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und vielleicht sehen wir uns ja dann allerdings in der Hoffnung ohne Kugel im Kopf. Bis dahin, haut rein!